Ich habe seit ziemlich genau 16 Stunden nichts gegessen und nichts getrunken. Dementsprechend platt fühle ich mich gerade. Ich faste nämlich seit heute Morgen eine Woche lang im Ramadan. Das ist ja der heilige Monat im Islam. Ich will rausfinden, was bedeutet der Ramadan für Muslime und was macht diese Zeit mit ihnen? Deshalb ist es dann eben so, nach Ramadan merkst du, du bist nicht mehr die gleiche Person wie davor. Das ist das Gefühl von Ramadan, der Geruch vom Ramadan. Ich persönlich glaube an keinen Gott, aber um den Ramadan zumindest körperlich nachempfinden zu können, faste ich jetzt mal mit. Mich interessiert, halte ich das überhaupt durch und was passiert dabei mit mir? Oh, das kostet mich gerade richtig Überwindung. Ich habe mich mit Lydia und Yunus verabredet, zwei gläubige Muslime, die natürlich einen ganzen Monat lang fasten. Sie werden mich durch meine Woche begleiten, ich begleite sie. Sie geben mir hoffentlich wertvolle Tipps. Ja, und dann bin ich heute Abend zum Fastenbrechen in ihrer Familie eingeladen. Das ist mein allererstes Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, und ich möchte auch was mitbringen. Deswegen geht es jetzt hier erstmal zum Einkaufen. Ramadan Mubarak, sagt man doch, oder? Ramadan Mubarak oder Ramadan Kerim, geht beides. Ramadan Kerim. Und bevor es losgeht, dachte ich, kaufen wir noch irgendwas zum Mitbringen, vielleicht irgendein Dessert oder so. Lydia und Yunus sind seit 2 Jahren verheiratet. Ihr Leben als muslimisches Ehepaar verfolgen Hunderttausende auf TikTok. Wir erraten Begriffe, die mit dem Ramadan zu tun haben. Let's go, ich fange an. Yunus beantwortet auf TikTok Fragen zum Islam und kritisiert Extremismus und radikale Auslegungen. Du sprichst zu deinen Schwestern auf die härteste Art und Weise, sagst, wenn sie kein Kopftuch tragen, sind sie schlechte Menschen, schlechte Muslime. Weißt du, wie schwer es ist, sich zu bedecken? Nein, weißt du nicht. Lydia und Yunus fasten schon seit Beginn des Ramadan vor ein paar Tagen. Ich erst seit heute. Super. Nach euch. Und die beiden wirken deutlich fitter als ich. Es ist ja heute mein erster Fastentag. Ich glaube, ich habe schon was falsch gemacht. Ich habe jetzt so seit gut 16 Stunden nichts gegessen und nichts getrunken, weil ich halt gestern vom Schlafengehen das letzte Mal was getrunken habe. Weil ich so dachte, ah ja gut, ich habe keine Lust, jetzt mitten in der Nacht aufzustehen. Aber das war schon ein erster Fehler, oder? Es ist tatsächlich sehr empfohlen, dass wir zum Morgengrauen noch mal aufstehen. Ja. Noch mal was zu uns nehmen, trinken, was essen und dann noch mal schlafen gehen. Ja, und vor allem, wenn man das erste Mal fastet, dann darf man das, glaube ich, nicht verpassen. Denn vom Morgengrauen bis kurz nach Sonnenuntergang ist Essen und Trinken verboten. Habt ihr dich etwas Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren? Ich glaube, dass es fast mehr daran liegt, dass ich nichts getrunken habe. Ich sag dir ehrlich, dann, wenn du das Fasten brechen kannst, dieser Schluck Wasser, das wird der schönste Schluck deines Lebens sein. Aber jetzt, hier sind wir im Supermarkt, lauter Essen um mich herum. Jetzt kriege ich richtig Hunger, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir noch mitbringen können. Ich habe schon eine Idee für was Kleines. Natürlich was zu essen. So klassischerweise geht es mit einer Dattel dann los, oder? Beim Fastenbrechen. Ja, dann greifen wir natürlich zu. So. Am liebsten würde ich die gleich wegsnacken. Ja, ich krieg Hunger. Ich hatte auch schon Hunger, als wir hier reingelaufen sind. Aber ich sag dir eins, der Durst ist schlimmer. Jetzt noch schnell Nachtisch kaufen beim türkischen Bäcker und dann ab zu Yunus Eltern. Lydia ist erst 2020 zum Islam gekommen. Und zwar über den Ramadan. Anfangs war es für sie eher eine Challenge. Da haben die Muslime in meiner Klasse gefastet und dann haben die immer auch aus Spaß gesagt, ja, ihr würdet es niemals schaffen zu fasten. Irgendwann habe ich mir gedacht, wie? Also natürlich schaffe ich das. Und da habe ich auch Spaß mitgemacht. Ich habe auch mein erstes Fastenbrechen mit meinen Freundinnen zusammen gemacht. Es war so schön. Auch, dass ich mal so gespürt habe, wie sie sich die ganze Zeit fühlen. Also es hat mir übertrieben Spaß gemacht. Und dann ging es schnell. Nur eine Woche nach ihrem ersten Ramadan konvertiert sie zum Islam. Das war vor 3 Jahren. Da hatte ich direkt so ein Gefühl der Erleuchtung. Und ja, dann habe ich den Islam angenommen. Das ging relativ schnell. Schlange stehen am Nachmittag. Typisch Ramadan, sagt Yunus. Hier ist die Hölle los. Die Leute werden so langsam hungrig und da wird man ja manchmal so ein bisschen gereizt. Ja, genau, ein bisschen gereizt. Ich kann das sehr gut verstehen. Die Leute, die werden jetzt hier alle mit diesen vollen Tüten dann zum Fastenbrechen nach Hause gehen und dann sind da alle da. Also es ist schon irgendwie schön. Noch sind es mehr als 2 Stunden bis zum Fastenbrechen. Und dieser Duft hier in der Bäckerei, mit den VerkäuferInnen möchte ich nicht tauschen. Die müssen die ganze Zeit vor diesen Keksen und vor allem vor dem ganzen Gebäck müssen die den ganzen Tag stehen und dürfen es nicht essen. Und das ist schon hart. Und dann gibt es noch Arbeiter, die fasten in einem Dönerladen, vor allem Dönerspieß. Und die, ja. Die müssen sich noch krasser beherrschen, dass sie ihr Fasten nicht brechen. Ich habe seit gut 17 Stunden nichts mehr gegessen. Ist das auch dein erstes Mal so überhaupt? Also
in deinem gesamten Leben probierst du das erste Mal? Ja, tatsächlich. Boah, krass. Also es ist wirklich die absolute Premiere. Ich mache es ja auch nur eine Woche, also ich bin ja quasi schon die Weichei-Variante. Freut mich so, deine Reaktion auch dann zu sehen vielleicht. Wir kaufen Baklava und Fladenbrot. Bruder mein, Bauch tut so weh an Ramadan. Das ist das Gefühl von Ramadan, der Geruch von Ramadan. Bruder mein, Bauch tut so weh. Jetzt besuchen wir Junos Eltern. Dass ich dabei sein darf, ist eine große Ehre. Denn das Fastenbrechen ist ein wichtiges Familienevent. Hallo. Hallo. Noch knapp 90 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Ich merke richtig, dass ich jetzt vor allem was zu trinken brauche. Also über den Tag habe ich jetzt schon gemerkt, puh, mir fehlt da was so. Yunus und Lydia bereiten sich auf ihr Nachmittagsgebet vor, in Richtung Mekka. Ist das Gebet im Ramadan was anderes für euch? Es ist oft so, dass wenn man im Ramadan betet, dass man noch mal ein anderes Gefühl hat. Mhm. Man betet ja auch hungrig, durstig. Man gedenkt noch mal so, man denkt noch mal so an Gott und betet und weiß, oh, ich bin gerade total hungrig. Und das Gebet ist quasi dann auch etwas Besonderes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das wär's gewesen. Das muslimische Gebet, auf mich wirkt es, es hat immer so für mich was Meditatives eigentlich. Ja. Es ist eine Heilung für die Seele, eine Nahrung für die Seele. Also genau wie unser Körper am Tag Essen, Trinken braucht, so braucht auch unsere Seele das Gebet. Aber wir füttern jetzt schon auch noch den Körper, jetzt demnächst irgendwann. Also dann noch nicht. Sollen wir helfen mit den Spießen? Wir sollen. Iftar, also das gemeinsame Fastenbrechen, rückt jetzt endlich näher. Es passiert auf jeden Fall oft, dass wenn Personen fasten und dann das Essen vorbereiten zum Iftar, also quasi zum Fastenbrechen, dass die dann aus Versehen probieren. Und dann denken sie, oh, ich faste. Aber es ist quasi nicht schlimm. Also das Fasten ist dadurch nicht gebrochen, wenn man es vergisst, dass man fastet. Das ist mir witzigerweise gestern passiert. Aber es ist 5 Minuten vor Fastenbrechen passiert. In welcher Situation? Also ich wollte einfach nur meine Hände waschen und da war das Wasser und ich habe mir gedacht, ich habe Durst, ich habe einfach getrunken. Ja. Es ist mir da eingefallen, ey, ich fass doch. Das ist, also es gab keinen Ramadan bisher in meinem Leben, wo ich nicht mindestens einen Tag hatte, wo ich außersehen was gegessen habe. Okay, ja. Das passiert schneller, als man denkt. Wenn Fastende aber bewusst gegen die Regeln verstoßen, gilt das als große Sünde. Wir reden jetzt ja immer logischerweise, weil wir jetzt hier auch gleich das Fastenbrechen zelebrieren werden, reden wir über Essen und Trinken, aber ansonsten ist in der Fastenzeit, Rauchen ist auch nicht gestattet, nee. Man darf keinen Sex haben. Ja. Das sind jetzt die 3 Punkte, die das komplett brechen, das Fasten. Mhm. Also das Fasten ist vorbei für dich. Ja. Aber es gibt noch Aspekte, wo dein Lohn des Fastens runtergehen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn du beleidigst, wenn du lästerst über andere Menschen, wenn du deine Mutter, deinen Vater schlecht behandelst. Diese ganzen Aspekte machen den Lohn deines Fastens auch geringer. Der ist zwar noch gültig, aber der Lohn geht runter. Laut islamischer Lehre ist der Lohn Allahs für gute Taten im Ramadan besonders hoch. Weil jeder Mensch hat die Möglichkeit, du kannst was Gutes tun, was Schlechtes tun. Und wenn du dich schon davon abhältst, hey, ich esse und trinke nichts, das sind die größten Gelüste, dann kannst du auch leichter die anderen Gelüste kontrollieren. Und dadurch schaffst du es, ein besserer Mensch mit einem besseren Charakter zu werden. Alles, was ich tue, kommt von Gott. Es ist ein Segen von Gott. Und ich verstehe in diesem Monat, hey, ich bin nicht der Allmächtige, Gott ist der Allmächtige. Und so verbessere ich auch meine Beziehung zu ihm. Deshalb ist es dann eben so, nach Ramadan merkst du, du bist nicht mehr die gleiche Person wie davor. Also dein Charakter, genau, dein Level steigt sich. Genau. Du bist vielleicht im Ramadan, versuchst auf Level 100 zu sein, davor warst du auf Level 20, nach dem Ramadan bist du wieder auf Level 60. So. Jetzt ist Warten angesagt und zwar noch so eine gute halbe Stunde. Wenn ich euch so jetzt beobachte, ihr seid nicht mehr voller Energie, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Natürlich. Das sind jetzt die letzten Minuten, die sind die anstrengendsten. Ja. Und die vergehen auch nicht. Ich glaube, ich freue mich tatsächlich am meisten wirklich nur auf ein Glas Wasser oder so. Also wirklich einfach was trinken. Also ich muss mich jetzt gerade wirklich zügeln, weil
Normalerweise in so einer Situation, wenn schon mal so kleine Snacks, irgendwie Vorspeisen oder so auf den Tisch gestellt werden, dann greife ich natürlich da einmal schnell rein. So. Aber da ich das jetzt ja bewusst machen würde, wäre das nicht erlaubt. Jetzt lassen sich alle alleine hier mit dem ganzen Essen. Das ist riskant. Noch 6 Minuten. Der Countdown läuft, ja. 3, 2, 1. Guten Appetit. Ich bin jetzt schon zufrieden. Ist so schön. Du nimmst die erste Dattel. Das ist eigentlich schon eine unglaubliche Befriedigung, nur diese kleine Dattel. Dann trinkst du halt irgendwie 2 Gläser Wasser und dann ist so dieses Krasseste ist dann eigentlich schon erstmal weg. Die Dattel am Anfang macht übrigens auch gesundheitlich Sinn. Es ist wichtig, den Magen langsam darauf vorzubereiten, dass es jetzt wieder Essen gibt. Das verhindert unter anderem Bauchschmerzen. Es gibt ja einige Ausnahmen beim Fasten, oder? Wie ist denn das mit zum Beispiel sehr harter körperlicher Arbeit? Darf man da dann was trinken oder ist das eigentlich nicht erlaubt? Du kannst nicht sagen, yo, meine Arbeit ist schwer, ich trinke da jetzt was. Du musst es dann durchziehen. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel für Kinder, Alte, Kranke oder wenn man seine Periode hat. Wer kann, soll die verpassten Tage später nachholen. Fasten sollen im Ramadan alle erwachsenen, gesunden Muslime. Medizinisch gesehen ist das eine Belastung, auf die sich gesunde Körper aber schnell einstellen. Besonders wichtig dabei, genügend trinken. Pro Tag am besten rund 2 Liter. Dennoch können bis zu 18 Stunden ohne Trinken zu Schwindel, Kopfweh und Konzentrationsproblemen führen. Ein Vorteil des Fastens? Es trainiert den Stoffwechsel. Wenn der Körper nicht verdauen muss, können wichtige Reinigungsprozesse in unseren Zellen besser ablaufen. Die sogenannte Autophagie. Beschädigtes Eiweiß, also Zellmüll, wird dann zum Beispiel schneller abgebaut und recycelt. Zum Nachtisch gibt's Baklava und Tee. Das war mein erster Iftar. Dankeschön. Lydia und Yunus sehe ich bald wieder. Beim Freitagsgebet in der Moschee. Jetzt aber schnell ins Bett. Auf meinem Wecker, da stehen ganz furchtbare Zeiten drauf. Denn die Fastenzeit geht täglich von Beginn der Morgendämmerung bis nach Sonnenuntergang. Ich muss momentan also von circa 5 Uhr bis ungefähr 7:45 abends durchhalten. Die Zeiten verschieben sich jeden Tag um ein paar Minuten. Das frühe Aufstehen ist auch für Yunus und Lydia schmerzhaft. Das haben sie mir heute Nachmittag verraten. Es passiert oft, dass man verschläft. Und das ist uns jetzt auch schon passiert. Ich hab's auf TikTok gesehen bei dir. Ja. Du hast verschlafen. Jetzt ja, wir haben beide oder so. Verschlafen. Ja. Yunus, wir haben verschlafen, Sahur. Wie? Gute Nacht. Oh, das kostet mich gerade richtig Überwindung. Ich habe jetzt noch so 25 Minuten. Also jetzt muss ich, weil sonst ist die Zeit einfach zu knapp. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Ich muss euch sagen, ich habe eigentlich gerade überhaupt keinen Hunger. Also das Trinken finde ich jetzt gut. Aber Essen muss ich mir schon so ein bisschen reinzwingen. Also der letzte Schluck. Prost. Gute Nacht, Teil 2. Denn heute wird's anstrengend. Ich drehe eine Challenge für DSDN. Ich soll aus diesem Haufen irgendetwas basteln und damit übers Wasser laufen. Meini, das schmeißen wir da einfach zu, falls was schief geht. Und natürlich ist was schief gegangen. Ich bin mehrfach reingefallen, bei 5 Grad. Mir ist kalt und eigentlich brauche ich jetzt dringend was Heißes zu trinken. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein harter Moment. Ach, ihr kriegt auch was, ja. Bitte sehr. Lecker, lecker. Diese witzigen Sprüche habe ich natürlich heute schon den ganzen Tag gehört hier. Meini, willst du auch was zu trinken? Haha, haha. Sollen wir dir was mitbringen zu essen? Haha. Habe ich jetzt schon 17 Mal gehört. Und natürlich merke ich jetzt so auch gerade nach dem Dreh hier und da im Wasser und so. Also es ist wieder wie gestern. Ich habe halt mega Durst. Also das ist schon krass. Und natürlich, wenn jetzt hier alle essen, dann fällt mir auch wieder auf, dass ich Hunger habe. Es
geht los. Wobei, los geht's natürlich eigentlich mit der Dattel. Also gleich zwei. Geil. Viertel vor fünf. Jetzt gibt's ein schnelles Müsli. Es ist einfach vernünftig. Denn ich will heute zum Sport. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das packe. Ich habe so einen Durst. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr weitermachen. Gar nicht in der Kondition, sondern weil ich so viel Durst habe. Du lebst halt gerade ein anderes Leben als viele andere. Aber das ist auch irgendwo eine positive Challenge, also so haben das Lydia und Yunus ja auch beschrieben. Ramadan Tag 5. Da wir bei Yunus Familie sind, sind wir heute gemeinsam zu Sahur aufgestanden, haben gegessen. Es ist übrigens das allererste Mal, dass ich dieses Familiengefühl habe im Ramadan. Wir wollten unbedingt Basketball spielen gehen. Nachdem wir gebetet haben, hat Yunus dann etwas alleine gespielt und ich habe gelesen, dann konnten wir schon unser Fasten brechen mit einer Dattel. Wir haben uns richtig gefreut, weil wir haben uns entschieden, in eine Moschee zu fahren und dort zu beten. Und das kann selbst ich jetzt schon nachvollziehen, wobei es bei mir ja nur um das Fasten geht und nicht um die Religion. Ich würde mir nicht anmaßen, mal auszuprobieren, wie das ist, Muslim im Ramadan zu sein. Das kann ich überhaupt nicht. Mir geht es nur um das Fasten. Aber selbst das hat schon einen Einfluss, dass ich jetzt dieses Essen viel mehr wertschätze. Als allererstes gibt es natürlich eine schnelle Dattel. Es ist Freitag. Ich gehe zum ersten Mal im Ramadan in eine Moschee. Du hast eines der heiligsten Tage im Jahr überhaupt erwischt. Ramadan plus Freitag. Ja. Heiliger geht's nicht. Heiliger geht's nicht. Für Yunus und Lydia ist das Fasten heute besonders hart. Wann habt ihr das letzte Mal verschlafen? Heute. Heute. Heute? Ja. Oh, da müssen die Datteln, die da stehen, ja noch krasser für euch sein. Ja, also ja. Ich verstehe auch nicht, warum die da sind, ne, wirklich. Bei uns ist es, glaube ich, vor allem morgens das frühe Aufstehen zum Essen, was uns dreien schwerfällt. Was würde euch schwerfallen beim Fasten? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Wir gehen zum Gebetsraum der Männer. Es ist auf jeden Fall wertvoller, früher zu kommen. Und es gibt auch eine höhere Belohnung, wenn du in der ersten Reihe betest. Im Frauenbereich ist noch fast niemand. Deshalb dürfen Yunus und ich ausnahmsweise mit. Das ist ja eigentlich eine Loge hier oben. Bisschen schon, ja. VIP-Loge. Zu Hause betet ihr ja sehr oft zusammen. Ja. Hier geht das dann natürlich nicht, weil die Regeln andere sind. Würdest du dir das manchmal wünschen, dass ihr auch in der Moschee, also dass die Regeln anders wären, dass man da auch irgendwie zusammen beten könnte? Naja, also ich wünsche mir nicht, dass die Regeln anders wären, aber es ist oft so, dass Ehepaare sich oft bestimmt wünschen, mal zusammen zu beten, aber es ist halt so. Okay, ja, dann gehen wir wieder runter und gerne. Lassen dich hier oben. Ja. Ich darf Yunus zur Gebetswaschung begleiten. Ein wichtiges Ritual. Nur so wird das Gebet gültig. Wer wie ich nicht mitbetet, muss sich nicht extra waschen. Du könntest rein theoretisch, wenn du eine Gebetswaschung hast, alle 5 Pflichtgebete sogar damit schaffen. Aber eine Gebetswaschung bricht, wenn man aufs Klo geht, wenn man Gas rauslässt, furzt, Geschlechtsverkehr hat, schläft. Aber es ist empfohlen, vor jedem Gebet nochmal, auch wenn du selbst, wenn die Gebetswaschung noch gültig ist, einfach nochmal eine zu nehmen, einfach aus der Hygiene und aus der Sauberkeit heraus. Das ist übrigens nur ein kleiner Ausschnitt. Die Waschung dauert eigentlich deutlich länger. Jetzt bist du bereit fürs Gebet. Genau. Im Gebetsraum wird's richtig voll. Das Freitagsgebet sollen Muslime, wenn möglich, gemeinsam in der Moschee sprechen. Das Beten gehört zu den wichtigsten Geboten, an die sich Muslime halten sollen. Die 5 Säulen des Islam. Erstens das Glaubensbekenntnis zu Allah und seinem Gesandten Mohammed. Zweitens beten, 5-mal am Tag. Drittens ärmeren Menschen spenden. Viertens mindestens einmal im Leben nach Mekka pilgern. Fünftens Fasten im Ramadan. Ich verstehe erstmal nichts. Ist das Bosnisch? Ich sage das auch immer wieder den Moscheengemeinden, egal ob es türkische oder andere sind. Es gibt sehr viele deutsche Muslime, es gibt sehr viele nicht-türkische Muslime, nicht-albanische Muslime. Macht das auch auf Deutsch, damit das jeder versteht.
Ja, weil jetzt gerade verstehst du es ja auch nicht. Das ändert sich gleich. Die ganze Predigt ist auf Deutsch. Die erste Woche des gesegneten Monates Ramadan ist schon vergangen. Danke, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Jo, das wär's gewesen. Hier bin ich wieder. Da bist du wieder. Ich fand's sehr gut. Ich finde es aber auch wichtig, dass die Predigt auf Deutsch war. Also so konnte ich dem auch folgen und ich glaube, einige andere auch. Wir gehen in einen Nebenraum der Moschee. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Ich bin ein atheistischer Mensch. Ich glaube an keinen Gott. So, also das heißt, es ist schon, für mich ist es eine andere Welt. Und vielleicht stelle ich mir deswegen auch Fragen, die ihr euch nicht stellt. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr in eurer Freiheit eingeschränkt werdet? Oder ist das jetzt von mir so ein totaler Blick von außen? Nee, also das hört man oft tatsächlich, aber es ist gar nicht so viel, was verboten ist. Und mit dem Wissen, dass alles, was verboten ist, auch schädlich ist, freue ich mich sogar darüber, dass es verboten ist. Deswegen darf ich nicht Glücksspiel zum Casino gehen, deswegen darf ich nicht lästern, deswegen darf ich meinen Nachbarn nicht beleidigen, nicht schlecht behandeln. Aber wenn man natürlich von einer Tradition, von einer Kultur kommt, zum Beispiel jetzt bei Deutschen das Bier. Man kann die Kultur ohne Bier nicht vorstellen. Dann ist natürlich schon so ein Schock. So, hä, ich darf kein Bier mehr trinken, kein Alkohol mehr. Was können wir Nicht-Muslime denn vielleicht noch tun, um so das gegenseitige Verständnis zu verbessern? Auch auf jeden Fall sich darüber aufklären, was der Islam eigentlich so mitgibt. Auch mit den Leuten, auch vor allem in Ramadan-Zeiten, auch mal sich über unterhalten, zeigen, dass man die anderen respektiert, das ist eigentlich schon alles. Vielleicht einfach mal in die Moschee gehen, so wie ich heute. Also ich finde, das kann überhaupt nicht schaden. Das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, das auch mal mitzukriegen. Und man, auch wenn man nicht alles versteht und so, aber man lernt dadurch immer was. Und danke nochmal. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Was von meiner Fastenwoche auf jeden Fall übrig bleibt, ist, dass ich natürlich jetzt viel mehr Verständnis haben werde für Muslime im Ramadan, die fasten, weil ich einfach nachempfinden kann, und ich habe es nur eine Woche gemacht, dass das manchmal schon harte Tage sein können. Nichts trinken, nichts essen, ich meine, und dann nebenbei arbeiten, Sport machen und so weiter. Also ich finde, da hilft es uns allen, wenn wir so ein bisschen ein Verständnis dafür haben, Empathie und auch Rücksicht nehmen, weil es ist schon tough, das durchzuziehen. In dieser einen Woche habe ich definitiv einiges gelernt. Ich verstehe den Ramadan besser, ich verstehe Muslime besser. Ich habe etwas über den Islam gelernt, aber auch über mich selbst. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, uns hier ein Abo dazulassen. Dann seht ihr regelmäßig Reportagen wie diese hier. Da haben Ari und ich ein Zuckerexperiment gemacht. Das war echt spannend. Und hier seht ihr, was Meditation mit meinem Alltag gemacht hat. Also ob es mir zum Beispiel gegen Stress geholfen hat. So, und jetzt brauche ich mein nächstes Stück. Ah.